Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, heute gehen wir als erstes auf Factory und versuchen tatsächlich mal diese dämlichen Dokumente zu stationieren. Und dafür müssen wir erstens Munition mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Hier habe ich doch extra was gekauft. Ja, das ist was Feines für meine Magazine. So, die reparieren wir ein bisschen. Nehmen wir hier Mechanik, der kann es am besten. 21.000. Mensch, wieso kostet alles Geld? So, das passt. Rucksack nehme ich keinen mit. Das wäre Rucksackverschwendung. Dann, hier passt alles, was ich mir in der Zwischenzeit vom Flohmarkt für viel zu viel Geld gekauft habe. Ist ein Injector Case und dann nehmen wir ein paar Injektoren mit. Hab mir hier extra welche markiert. Propital mag ich sehr gerne. Kaufen wir mal 2 und dann Zagustin hilft auch. Vor allem beim Bluten. Also es hilft, das zu verhindern. Genau, für den Rest haben wir gerade nicht unbedingt das Geld, aber die nehmen wir schon mal mit. Propital, Zagustin und von mir ist auch noch Morphin. Da haben wir aber selber genug. Nur bei den anderen muss ich hier aufpassen, die nicht Morphin sind, dass wir eben genügend haben. So, Pistole mit oder nicht? Doch, die nehmen wir mit. Aber zum Nachklicken werden die 7 kaum reichen. Das ist ein anderer SP-Filter bei Item. 1080 hat der. Ja, gut. Mir reichen 100 davon. Das ist doch ein ganz okayer Preis. Gut, wir sind gerüstet. Dann nehmen wir am besten noch das Ding mit, was wir mitnehmen müssen. Wo ist denn dieses... finde ich immer nicht dieses Quest-Inventar. Vielleicht hier bei Tasks. Ja. Transfer. Gut. Wäre blöd, wenn wir das jetzt nicht mitgenommen hätten. Dann geht's los. Factory wünscht uns Glück. So, jetzt brauchen wir nur noch einen guten Spawn. Und wenig Gegner, die treffen. Behaupten, dass ich weiß, wo ich bin. Weiß annähernd, wo ich bin. Hab nur Angst, dass jemand anderes kommt. Also ich glaube, wir müssen nach... Ja, nach links wahrscheinlich eher. Factory sieht so anders aus. Wir gehen einfach mal. Da ist Gate 2. Ich glaube, da oben müssen wir irgendwie hin. Vielleicht auf der anderen Seite. Schauen. Oh, links war einer. Hier sind Schritte. Eigentlich müssen wir nur da hoch in den Raum. Und das Kapuff hier. Ja. Und platzieren. Ach, ist das klasse. Doch kein schlechter Spawn. Kommt jemand? Red guy over there. Scheiße, nachladen. Boah, gerade so. Nein! Ich hätte es einfach platzieren sollen. Jetzt müssen wir das Scheißding nochmal holen. Ich hätte es einfach platzieren sollen. Ja, ist der einfach drinnen gespawnt. Fuck, ey. Schaut mal, Damage Dealt to Body 1051. Wir haben Schaden gemacht, das glaubt man nicht. Okay, das ist richtig frustrierend jetzt. Aber so ist Tarkov. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Beziehungsweise wir dürfen, aber wir müssen auch wieder aufstehen. So, Kopfhörer. Irgendein Helm, irgendeine Maske. Dann gehen wir nochmal auf Customs. Ich nehme den Schlüssel mit. Der ist ja. Gutes, olles Teil. So, dann hätte ich eigentlich gesagt, schauen wir mal, wie viel die Weil kostet. Weil, heißt sie so?
VAS. Nee, hier einfach. Nicht das Magazin, die Waffe. Waffe, Waffe, Waffe. Hier unten. So, dann hier auch Add to Wishlist, Equipment. Und welche nehmen wir? Die muss jetzt nicht ganz. Die sieht gut genug aus. Besser als die, die ich hatte. So, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Nicht da oben. Sollte eigentlich am geschicktesten Platz sein. So, dann freut sich Rackman wieder, dass wir bei ihm einkaufen. Ja, was lohnt sich am meisten? Oder einfach sagen, wir nehmen die. Oh, wir hätten es... Ich hätte es einfach platzieren sollen. Das ärgert mich wirklich. Tut mir leid, dass das so gelaufen ist. So, die SP habe ich rausgezogen. War dämlich. Die nehmen wir ja jetzt wieder mit. So, Body Armor passt. Nachklick, Muni müssen wir entsprechend mitnehmen. 6 Stück werden kaum reichen. Und 50 sind teuer. Wolle, ja, Rubel. Der Rubel muss rollen. Euro braucht man nicht. Da habe ich noch eins. Peacekeeper habe ich gesehen. Beziehungsweise Skia. Wir brauchen 800.000, die wir ausgegeben haben. Wir kaufen einfach ein paar Euros. 1000 Euros für 164.000. Wunderbar. Und den auch aufgelevelt. Dann können wir besseres Zeug von dem kaufen. Hoffentlich. Wir können hier so Legacy Plates kaufen. Ach, die haben nur Armor Class 3. Deswegen sind die auch so günstig. Hey, aber der hat den RK4 Griff. Das ist ein Griff, den ich sehr mag. So. Wir sind gerüstet. Auf nach Customs. Ready. Boah, bin ich angefressen. Wir hätten es nur noch 4 Sekunden platzieren müssen. Hätte ich es doch nicht abgebrochen. Und jetzt regnet es auch noch. Kann es noch schlimmer werden, außer mit dem Visier. Und dem Spawn. Habe ich nicht gesehen, dass der Mister drauf ist. Weg damit. Ohne geht besser. Ohne geht besser. So. Zumindest ist unser Exit beim Big Red in der Nähe. Ja, auch schon mal was wert. So, kurz noch orientieren. Da ist der Zug, alles klar. Da müssen wir wohl an Dorms vorbei. Ja, das werden wir schaffen. Solange die Bosse nicht bei Big Red unbedingt jetzt sind, sollte es ja einigermaßen machbar sein. Ah, hat mich interessiert, ob man reinklettern kann. Und die Antwort ist ja. So, um den Anschein zu wahren, schaue ich hier rechts mal in den Stash. Vielleicht findet man ja noch was Wertvolles. Vielleicht nicht. So. Ja, oder? Seit wann ist da einer? Noch nie gesehen. Gerade aus meinem Augenwinkel gedacht, hä? Aber genauso scheiße zu erreichen wie sein Kompatre auf der anderen Seite. Jetzt. Manche Stashes verhalten sich komisch. Tichminie, Gasmuskel, oh, braucht man nicht. Von dem Stash habe ich gar nicht gewusst. Ich wusste nur, dass er hier drin hinkt. Und da ist gerade keiner gespawnt. Vielleicht haben sie den umgelegt. Boah, es ist doch 7.30 Uhr. Warum so dunkel? Hör mal auf zu regnen. Dann können sie die Wolken verziehen. So. Nichts weiter als zu Big Red kommen. Ordner schnappen. Extrahieren. Klingt doch schön einfach, oder? Ich denke auch. Hier ist immer eine gute Idee, einfach vorbeizurennen.
Vor allem, wenn auf einen geschossen wird. Weil ich brauche immer so lange rauszufinden, wo genau die Schüsse herkommen. So. Das braucht uns gar nicht zu interessieren im Moment. So, an Dorm schon mal vorbei, das freut mich. Das war der schwierige Part. Man weiß nie, was hier los ist. Allerdings bin ich auch nie zu dieser Zeit im Raid hier langgelaufen im PvE-Modus. Wer weiß, was uns für schreckliche PMCs entgegenkommen. Und ob sie hier die Route nehmen. Naja. Schauen wir zum Big Red und dann Big Rose. Einfach raus. Also, so weit, so gut. Wird es nochmal spannend. Vor allem, wenn irgendwelche Bosse meinen, sie müssen hier existieren. So, auf das Loch aufpassen. Aber bis jetzt sind wir gut durchgekommen. Ah, fantastisch. Wir gehen dann aber hier nicht zur Tür rein, sondern hinten durch die Mauer. In der Hoffnung, dass es ein Tick geschützter ist. Ganz weit entfernte Schüsse. So, dann müssen wir nur nach oben, dann wird man uns loben. Tja, gut. Aufschließen, nicht abschießen lassen. Sehr schön, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Dann können wir wieder hier erstmal ein bisschen looten. Hätten wir das Zeug dafür. So, die Player brauche ich nicht. Bias brauche ich. Und Caps brauche ich auch. Irgendwann zumindest. Cracker brauche ich nicht. So. Den PC noch. Dann und... Scheiße. Könnte ja mal so langsam eine Grafikkarte drin sein. Davon brauchen wir eine ganze Menge. So, Tasche. Beziehungsweise Jackentasche. Dorm 303. Ein Safe. Katze. US-Dollar. Rubel. Goldkette. Nicht schlecht. Die Goldkette war am meisten wert. So, dann einmal den Aktenordner. Und dann würde ich sagen, geh mal raus. Exit ist hier gleich ums Eck. Gleich ums Eck ist er. Warum ist die Schranke hier so fett? So,
vorne nur nach rechts und dann sind wir eigentlich beim Trailer Park Exit. Sofern wir nicht abgeschossen werden. Wir können theoretisch das hier noch looten. Vielleicht kommen wir noch mit dem USB-Stick raus. Wenn schon mal gleich neben dem Exit ist. Hallo. Ich dollar nämlich gerne. iPhone. Und USB-A, scheiße. Ja, Waffenkram. Ah, noch eine Tasche hier. Wunderbar. Mehr Chancen auf gutes Zeug und auf schlechtes. Google. Und komm schon. Ein Key, der sehr viel wert ist. Croutons. Nehmen wir auch mit. Was willst. Und dann zum Trailer Park Exit. Einfach in den Wald laufen und nicht erschossen werden. Und er zählt hier hinten auch noch als Exit. Hat das mal als Exit gezählt? Ne. Habe ich irgendwie falsch im Kopf oder das ist irgendein Scav-Exit, den ich so gut wie nie genommen habe. Hier in der Mitte sollte auf jeden Fall Trailer Park sein. So, dann geht's gleich wieder auf Factory. Hier mal wichtigen Kram rausrollen. Tech-Menü. Ja, braucht man gerade nichts davon. Coutons, Caps, RAM. Dorm. Director's Key braucht man gerade nicht mitnehmen. So. Würde sagen, dann sind wir gerüstet. Auf geht's. Habe ich was vergessen rauszutun? Nö. PMC Factory. Ab geht's. Boah. Nervös. Ich bin nervös. Ist irgendwas? Irgendwer? Get down, grenade! Fuck. Was ist denn da hinten hin? Meins. Nummer 2 und 3. Kurz ein bisschen nachklicken. Waffe davor wechseln. Wir dürfen den Schalldämpfer nicht zu rot werden lassen. Schritte. Boah, so viel zum Treffen. Keine Pistole dabei, das ist scheiße. Komm schon. Wir kriegen eine Waffenfehlfunktion, wenn wir jetzt noch arg schießen. Ich mach mal Single Fire rein. Reicht bei der Waffe auch. Sollen wir nochmal nachklicken? Und dann geht's los. Dann laufen wir. Komm schon, komm schon, komm schon. Das muss reichen. Das muss reichen. So, da oben müssen wir wieder hin. Da oben müssen wir wieder hin. So. Diesmal lasse ich mich los.
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe nicht an mich geglaubt. Ein Screwdriver. So einen Cocktail hätte ich jetzt gern. Viel Wodka. Ja. Ja, mir Orange. So. Dann loot man noch die Leichen, die uns zustehen. Die wir geschossen haben. In der Zwischenzeit auch mal nachgeschaut, wo hier dieser Keller-Extract ist. Und kommen immer noch nicht ganz so klar darauf, wo er denn ist. So. Sind die doch da hinten erschossen? Was mache ich hier? Ist das Hitler? Besser nicht. Dann müssen wir ihn wieder erschießen. So, dann schauen wir, wie wir erledigt haben. Der eine sah zumindest ein bisschen fetter aus. Bin ich jetzt komplett blöd? Glaube, ich bin noch eine Ebene zu früh. Wir müssen noch weiter nach links. Einmal weiter nach links. Kann sich ja irren, wenn das hier ein komplett neues Layout hat. Nicht runter, da liegt einer. M4A1 nehme ich. Nehme ich. Granaten nehme ich auch, wenn du welche hast. Dark FPS heißt der. Ist noch ein Nachfrag für mich? Boah. Wir haben doch noch mehr erschossen. Da hinten. Da hinten haben wir. Mehr erschossen. Da ist auch noch einer. Ist noch. Mal schauen, ob wir hier jetzt was sehen. Ich glaube, das ist irgendwo oben. Noch ein PMC mit gutem Rucksack. Mit guter Weste. Weg damit. Eher mit der guten. AKMS. Braucht man nicht. Komisch. Und noch ein PMC. Machen wir Lichter. Komm schon, gebt mir eure Granaten. Und das AFAK nehme ich auch. Oh, ist nur ein S-March. Ja, auch nicht so schlecht. Aber die ist deutlich besser. Die ist deutlich besser. Dann gehen wir zum Ausgang. Wahrscheinlich G3. Jupp. Da hinten. Boah. Nicht noch irgendwo hängen bleiben. Nur zur Ablenkung und Abschreckung. Hui, wir haben es geschafft. Jo, macht mal Factory, wenn man sich nicht hier das Aim weg angstet. Und können die Quest abgeben. Ein User kann man erschossen und zwei Bears. Ach, ich mag diese AS-Wallwaffe einfach. Vor allem auf dem Automodus ist die instant tödlich. Die verschießt auch ihr ganzes Magazin instant. So, Quest abgeben. Und Doc-Tags einsortieren. Schon voll? Na gut, kommt's in anderen. Screwdriver auch. AFAK.
Könnte man theoretisch oben lassen. Die M4 nehmen wir mit. Die hat sehr viel wertvolle Teile. Vor allem was unser Modding betrifft. Den Schalldämpfer, das Magazin, den Griff hinten auch. Also die wird relativ wertvoll sein. Dann schauen wir mal Rüstungsklasse 4. Mit hier auch Rüstungsklasse 4 Elementen dran. Ein Riesenrucksack. Ach, das ist fantastisch. Dann nachklicken. Also habe ich alle Munition schon wieder verschleudert. Da habe ich noch ein bisschen was. Die müssen wir nochmal kaufen. 240 für 60 Stück. Boah. Hilft ja alles nichts, was? Gut, Quiz abgeben. Prepper. Ja, ja. Die Firma dankt. Customs. Alle Fuel Tanks, das schaffen wir. Den Rucksack würde ich momentan rausnehmen. Kann man den eigentlich kaufen? Nee, leider nicht. Der wäre nämlich ideal für eine Loot-Runde. So, Kompass brauche ich gerade nicht. Wir brauchen diese Marker, die wir schon gekauft haben. Die sich irgendwo befinden sollten. Und zwar 4 Stück. Ich habe doch mehr als einen gekauft. Ja. Nehmen wir nochmal 4 Stück. Und einer. Ja. Dann kommt die Munition nach oben und ein weiterer Marker darf mit mir hier unten, obwohl, mach mal so. Geldtechnisch ist das, glaube ich, ungefähr gleich. Pistole, ja oder nein? Eher ja. Nehmen wir mit. So, Messenger. Das war unsere Belohnung und da haben wir die 4 Marker. Scheiße. Scheiße. Haben wir ja bekommen. Gut, ich würde was trinken. Da ist nichts drin in irgendeinem anderen Rucksack. Ja. Oder ich würde Erbsen fressen. Das hilft auch bei beiden. Gut, dann auf Customs. Markieren wir die scheiß Trucks. Muss mich erinnern, wo welche sind. Einer ist in der Nähe von Skeleton. Einer ist bei New Guess. Finden wir schon raus. Also wieder Autofeuer. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich allerdings nicht. So, Jacke. Jacke wie Hose. Ach, ich wollte zumindest irgendeinen Rucksack mitnehmen. Brauche ich nicht. Und bist du gut? Ja. Was bist du? Slimline. Easy ist gut. Oh, passt. Im Hintern vom Auto habe ich noch nie was gefunden. Ich öffne es trotzdem jedes Mal. Was bist du? Munition. Oh. 12,7 mal 55. Ist es irgendwie Schrotflinte? Oh, so ein Power Mac. Ich glaube, das ist auch relativ wertvoll. Nehmen wir mal das noch mit. Ich glaube, ein Fuel Tank ist sogar hinter mir. Nicht jetzt unbedingt in dem Moment, aber der müsste doch da rechts. Irgendwo Richtung Trailer Park sein. Wir probieren's. Dachte, ich hätte was gehört. Da ist einer. Und sagt nichts. So, einmal pflanzen. Ach, da geht's jetzt auf einmal. Naja, das beschützt man noch. Kann der da rein? Dann verlieren wir die schon mal nicht. Magpool. Macht bestimmt Spaß, damit das in der M4 zu stecken. So, das nächste ist auf jeden Fall da in der Nähe von Ruaf. Ziemlich sicher. Dann wollen wir da mal hin. Das ist ein ziemlich cooler Hai. Obwohl er so gefährlich aussieht.
Ganz ruhig. Ganz ruhig. Schön Ausdauer regenerieren. Na, ich muss unbedingt mal hier diese AS-Wall auch so ein Weapon-Mod drauf machen, dann, dass wir gescheite Visiere haben, dass wir Laser haben, dass wir Licht haben. Das hier ist ja so eine Notbilliglösung. Nein, das andere wird kommen. Ich bemühe mich. Mein Glück, das ist nur so ein Eisenbahnteil. Ich dachte schon, das wäre was, was mich umbringen will. In dem Spiel aber auch nicht auszuschließen. Für Customs aber auch noch überraschend ruhig. Dachte, hier ist auch immer die helle... Die Hölle los. Die helle Hölle. Einfach aus Gewohnheit werden wir hier nochmal nach den zwei Stashes schauen. Vielleicht finde ich ja den einen, den ich seit praktisch jedem Raid hier drauf vermisse. Und vielleicht finden wir in dem anderen was Nützliches. Fast sicher, dass er hier gewesen sein soll. Der andere ist auch im anderen Busch. Das kann ich noch nachvollziehen, dass ich mich da irre. Ja, hör mal auf, so schwer zu atmen. Vielleicht haben sie den einfach weggemacht. Gut, der hier ist jetzt auch nicht gespawnt. Machst du nichts dran. So, wir gehen am besten links rum. Schauen wir, ob hier was Interessantes liegt am Panzer. Könnten wir eh nicht aufnehmen. Sehe ich gerade auch nicht. Vielleicht so ein Wettenmod, eventuell erkennbar. Also so ein Waffenreparaturset. Hinter mir komische Geräusche, nachdem ich schon längst weg war. Und das war nicht der typische Leck. Das ist der nächste Fuel Tank. Tanklastzug zu Deutsch. Und schön ruhig hier. Ich würde mal einen gemütlichen Spaziergang machen. Da muss auch mal sein, ein Tarkov. So. So viel zu gemütlich. So, muss man auch verteidigen, verteidigen, verteidigen. Zum Glück lockt es noch keine Gegner an. Zumindest hätte ich davon jetzt zum ersten Mal gehört, dass es Gegner anlockt. Ich will Nikita aber keine Ideen geben. Also den Mann hinter Escape from Tarkov. So, der nächste ist bei der Tankstelle. Bei der Tankstelle. So. Da ist was. Komm, Spiel, du kannst nicht jemanden Schritte machen lassen und dann... War das ein Soundbug? Bin ich wieder nur paranoid? Nee, ist da. Aber wo? Bewegt sich halt nicht mehr. Na gut. Aktuell nicht mein Problem. Nein, wir gehen einfach nächste nach links. Oh, das ist ja alles offen. Ich war aber nicht immer so.
ja. Mal weg von den ganzen Streitereien da um Fortress. Okay, das ist aber nicht an der Tankstelle. Hoffe ich. Komm, nicht die ganze Ausdauer verballern. Kann halt sein, dass der Boss bei der Tankstelle ist. Glaub's zwar noch nicht. Ja, das ist möglich. Oh, da ist definitiv einer. Also, nicht unbedingt der Boss, aber hier ist definitiv Action. Komm schon. So, die zwei sind dort. Das waren U6. Dann müssen wir nachklicken. Tut unserem Schalldämpfer auch ganz gut. Dachte, ich hätte was gehört. Sage ich überraschend oft. Der hat auch eine Aschwall, nämlich. Okay, was hat der? Was ist das für eine Rüstungsklasse? Ja, nehme ich. Scheiße, kann ich nicht nehmen. 59, doch nicht bei ihm rein. Also rechts höre ich auf jeden Fall noch mehr. Was ist das für ein Armor Klasse 3? Nur Armor Klasse 3. Da hinten. Den Hammer. Geile Waffe, was? Einmal nachladen. Wir hatten eine AK, die auch relativ beefig aussieht. Also ich mute nehme mal mit. Stahlplatte. Bock. Die AK ist aber auch nicht schlecht. Und der hat eine Korund. Das ist ja besser als das, was ich hab. Ich hab einmal Granate in die Richtung. Und da ist der nächste Fuel Tank. Da hinten ist einer. Und hier links ist auch einer. Habe ich die zugemacht? Eigentlich nicht. Und die Schritte höre ich. Leider keine Granate mehr. Links sind noch welche. Nachladen. Tür ist zu. Ist noch irgendwo einer?
der Inhalt so deutlich. So, der hat ja auch noch Magazin. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles wunderbar. So, jetzt aber anbringen. Kommt noch einer. Ich bin nicht sicher, dass er hier hinter ist. Zumindest irgendwo da. Okay. Das war der. Du bist auch noch ein Skiff. Na, ich hasse wieder Zeug. Oh, nachladen. Sonst geht es übel aus. Hot Rod. Und Hot Rod. Und S-March. Wollte ich gerade nicht. Die zwei sind tot. Ich liebe diese Waffe. So, das war aber wieder ein PMC. Bitte. Nachladen. Gut, den haben wir auch. Also. Schauen wir mal, was da unten drin ist. Weniger als ein halb. Dann füllen wir die doch zuerst. Können wir direkt nachladen. Das kommt nach unten. So. Nochmal jemand. Den haben wir auch. Und nachklicken. Unbedingt nachklicken. Da haben wir eine Menge Platz. Und dann nochmal voll machen und dann können wir so langsam echt raus. Vielleicht findet man den einen Truck noch. Ich glaube eh, der ist ein bisschen hinten. An einer anderen Tankstelle bin ich nicht ganz sicher. Was ist unser... Oh, da hinten sind noch zwei. Oder war das der PMC-Freund? Das war der Skeff-Freund. Auch einer drauf gegangen. Dann wird aber gelootet. Nein! Gerade falscher Moment. Gut, wir haben beide. Aber nicht den Fetten. Die Skeffs können mich heute mal.
ist noch einer. Jetzt reicht's aber. Fewer than half. Oh! Blutung stoppen. Blutung stoppen. Blutung gestoppt. Das gibt XP. 9 Schuss in einer noch. Dann stell dich wohl auf Single Fire um. Gibt's nicht noch einer? Gibt's einfach nicht. Okay, haben wir die Quest mit dem verletzt Geth abschießen auch gemacht. E36. Pistole hat bestimmt mehr Schuss als meine. AFAG. E36. Ich hau mal meine weg, die ist nicht so gut. Nehmen wir die G36. Haben ihn, glaub. Kommt noch einer. Durch die Tür. Boah, jetzt reicht's. Orbital. Blutung stoppen. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Orbital hält uns hoch. G36, G36. Neues Magazin. Saliva. Falls mal Pistolenmunition brauchen. Ach, die nur anfassen. Anfassen. Gibt zu viel XP. Anfassen. 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 Text ist einer. Irgendwo rechts war einer. Da ist der Durchgang, da passt man ein bisschen auf. Da passt man ein bisschen auf am besten. So, ich liebe Propital. Da ist auch einer tot. Das war zur Abwechslung mal nicht ich. Mit dem Lauf mal Richtung Exit. Bevor noch irgendwer auf die Idee kommt, mich noch umzuschießen. Ich soll's regenerieren. Beziehungsweise, wo ist der letzte Fuel Tank? Vielleicht bei der anderen Tankstelle? Ich glaube bei der anderen Tankstelle. Mal gut, bin gut. Vor allem hätten wir noch Zeit. Und Old Gas könnten wir auch raus, natürlich nur wenn es offen hat. Ich glaube, wir haben eh die meisten hier erschossen auf der Map. Schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Clean. Jetzt nehmen wir mal mit. Das ist doch ein volles G36 Magazin. Da würde ich mal behaupten. Dann nehmen wir doch einfach das. Toll, jetzt ballern die noch rum bei Ulkis.
Ah, wir gehen mal vorbeischauen. Dann können wir die Quest auch abhaken. Wegen einem Fahrzeug jetzt nochmal rauszugehen. Beziehungsweise nochmal reinzugehen, nur wegen dem einen Fahrzeug. Gut, wär das Sinnvollste. Weil dann hätten wir unser Zeug gesichert und macht uns ja eh niemand kaputt. Ah, naja, ich bin jetzt schon auf dem Weg, jetzt nochmal umzukehren. So viel Laufarbeit. Da stirbt mein PMC lieber. So. Ich hoffe mal, der ist da. Ansonsten könnte er auch auf dem Platz da sein. Ich kann mich an den letzten nie so genau erinnern. Beziehungsweise an den, der jetzt noch fehlt. Wird aber Sinn machen, dass er bei einer Tankstelle ist, oder? Zumindest sehe ich das so. Doch, der steht ja ganz hinten an der Tankstelle da. Mit Glück ist Old Gas auf. Dann haben wir nicht viel verloren. Blutung ist aufgegangen. Das passiert teilweise beim Rennen. Ja, ist ja gut. Ein bisschen wie ein Flugzeug, das da kommt. Drops hat man auch nicht, also ist offen. Ja, ist ja gut. Und der ist ja... Ich hoffe, das ist so. Da fehlt ein bisschen was. Nee? Dachte schon, es triggert nicht. Hat aber doch getriggert. Hui. Was für ein Raid. Was für ein Raid. Nicht den besten Loot mitbekommen, aber ganz schön viel schießen dürfen. Leider eine gute Waffe. Für die G36 aufgrund von Munition. Ich höre was? Munitionsmangel abgegeben. Aber wer kann wissen, dass so viele kommen? Hier mal aufpassen, die campen ganz gerne auf der Treppe. Heute nicht. Oh. Raus aus der Zone hier. Na also, 8000 EP. Nur durchs Ausschalten von sehr, sehr vielen Scavs und wenigen PMCs. Naja, was soll's. Damage dealt to body 3370. Und Level 18, hier komme ich. Ja, ja, das können wir wieder hochheilen. So, jetzt können wir Quests abgeben. Quests abgeben, Quests abgeben. Erstmal bei Prepper. Ja, ja, Task beenden. Was gibt es nochmal? 2800 XP nur. Ich habe mich so angestrengt. Okay, Accept. Bankhaus und Customs, alles klar. Ich glaube, dafür brauchen wir auch einen Schlüssel. Bunker. Und da kommt die erste Reserve Mission. Und Jäger will auch noch was von uns. Für 6000 XP. Wunderbar. Und was kriegt man? Welches Item? M3. Ah, irgendwie eine Shotgun oder Shells. Abschließen. Ja, ja, Firma dankt. In der Singer Raid without using. Ja, 3 kriegt man hin. Ja, das kriegt man auch hin. Vor allem, wenn wir mehr Propital benutzen. Gut, dann müssen wir den ganzen Mist hier noch in Ordnung bringen. Die Doc-Tags kommen erstmal da rein. Die Hot Rods trinke ich einfach. Wie viel sind die wert? 24.000, dann war es vielleicht ein bisschen teuer. Naja, was soll's. Hammer uns verdient, wa? Gut, das
Ich brauche aber wahrscheinlich mal eine kurze Pause. Ja, die kurze Pause waren jetzt 2 Ingame-Tage. Es gab ein Spiel-Update. Seht ihr hier unten, die Version hat sich geändert. Hoffentlich haben sie das ewige Gelade hier gefixt. So, dann wollen wir mal schnell alles Zeug raustun. Er hat das Clean-Zeug, können wir da oben hin machen. Stahlplatte ist doch hier gut aufgehoben. Scheißig. Ich sollte echt die nach TÜV unterbringen, sonst scrolle ich mir hier einen Wolf. So. Dann G36 raus damit. Wir wollen hier definitiv die Wall. Die reparieren wir nochmal. Sehr gut. Und dann G36. G von dannen. So, Saliva da oben, Grizzly da unten. Och, braucht man eigentlich nicht. Ist egal, lass mal so. Hab ich noch Magazine? Mag ich Magazine kaufen? Die Antwort ist ja. Ach, deswegen. Saliva weg. Link Search. Nee, nicht Link Search. Filter bei Item. Ich trottel. Der hat 3 Stück. Für den läppischen Preis von 26.000. Und der hat 4. Er kostet die Munition mehr. Ist leider kein Witz. So, SP5 kommt da rein. Ja, müssen wir nachkaufen. Unload. Filter bei Item. Der hat 840. Wenn wir alle kaufen, sind das, kann ich es mir nicht leisten. Kann ich mir definitiv nicht leisten. Wie wäre es denn mit 100? 180. Ja, 60.000. Klingt das gut? Klingt gut. Ah, jetzt sind es 50er Sticks. Okay. Tja, dann haben wir halt ein paar über. So, die kommen dahin, 2 zum Ding und zum Nachklicken. 30 werden nicht reichen. 50 wahrscheinlich auch nicht, aber was soll's. So, Propital alles verkauft. Alles genutzt, meine ich. Oh, Fuel Tanks, dankeschön. Stimmt, ein Sideout, das ist jetzt auch 2 Tage durchgelaufen. Vielleicht ist der Gas Analyzer fertig. Wer weiß das schon so genau? Oh, die Upgrades sind fertig. Install. Und Heating. Install. Und MedStation. Install. So, Workbench. Noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig. 26 Stunden braucht es noch. Der erste Gas Analyzer. Ich würde sagen, wir... Wo ist denn mein Generator hier unten hin? Mein Mikro steht ein bisschen im Weg. Der Popfilter verdeckt hier die Schrift. Da ist ein Generator. Dann, und der kommt raus. Ich komme rein. Super, für 33 Stunden Strom läuft. Dann geht es mit den Gästenanleisern auch schneller. Ich glaube, Wasserkollektor können wir auch machen. Oder relativ bald. Nur Duct Tape, 3 Bolzen, 1 Schlauch. Okay. Oh, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Will ich mir nicht leisten. Die findet man. Na gut. Dann Charakter ist soweit, nachdem ich Propital gekauft habe. Propital, Propital, Propital. Propital. 34.000. Ja. Passt doch. So, die steckt man uns wieder ganz tief in die Tasche. Gutes Zeug ist das. So. Und was haben wir denn? Tagesquests bestimmt. Noch 5 Stunden. Boah. Kriegen ja keine schlechte Laune, wenn wir die nicht abschließen. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde auf Woods. Kriegt man wieder ein bisschen Geld. Wir sind zu pleite im Moment. So, wenn irgendwelche Bosse da sind, dann können wir den jetzt in die Fresse schießen, wie es so schön heißt. Boah, ich habe seit 2 Tagen nichts gezockt, nichts aufgenommen. Kann das Visier nicht wirklich leiden. So, Full Auto. Ich bin doch wieder. Mag den Spawn nicht. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, irgendwo beim User Camp.
glaube, wenn ich da hochgehe, könnte ich explodieren. Da sind Minen. Da ist ein Gegenstand. Ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwo im User Camp bin. Wir werden es rausfinden. Kind ist ja wie meine Westentasche. Die Map. Nur meine Westentasche kenne ich nun mal nicht in- und auswendig. Oh, wo bin ich hier gelandet? Okay, da oben müsste Scav-Bunker sein. Irgendwo, irgendwie. Ich glaube, hier in der Nähe ist ein Stash. Stash. Ja, nicht da. Ist das da oben Scav-Bunker? Nee, es kann sein, dass das noch User Camp ist. Und dass wir... Ja, Scav-Bunker ist da. Dann war der Stash da hinten, den ich gemeint habe. Aber perfekt, kann man direkt ins User Camp. Boah, ich komme mit dem... Mit dem Visier nicht klar. Ich brauche einen Punkt, ich brauche nicht so drei Striche. So genau bin ich dann auch nicht beim Schießen. Ja, ist ja gut. Fettes Stück PMC. Nicht so fett wie ich. Muss man ihm lassen. Hey, das ist falsch. Das war noch falsch. Da hinten geht's erst hoch. Was ist doch da? Ja, irgendwer ballert. Irgendwer ballert. Das ist immer noch falsch. Ja, sag mal. Hä? So viel zu meinem Orientierungssinn. Den Scav-Bunker habe ich erkannt. Wann ist das das Jusik? Ja, da ist noch ein See. Jetzt sehe ich den See. Das muss aber sein. Kann mich ja nicht dreimal irren. Na also. Wer sagt's denn? So, wir brauchen Bolzen. Ganz viele, ganz viel Nix war da drin. Ich nehme auch ein LED-X. Bisschen Vaseline, dann läuft die Folge wie geschmiert. Oder der Rest der Folge, eher gesagt. Ja, letztes Mal mittendrin aufgehört. Bin ich einfach zu fertig war mit den Nerven. Von diesem sehr brutalen Raid. So. Na, das mit dem Texturladen hat aber noch nicht geklappt. Oh, Fuel Tank. Hose, Lampe, sehr wertvoll, Boxerrahmen, E-Fuel, alles sehr wertvoll. Da oben liegt ein Rucksack. Ja, PBS-4, nicht der beste Schalldämpfer. Wenn es überhaupt ein Schalldämpfer ist. So, dann schauen wir noch hier das User Camp voll an und dann prima um. In Richtung, wo die Schüsse herkamen. Also vorne die Schüsse, gerade gibt es hier keine Schüsse. Oh, was ist das mit den Texturen? Das Spiel sah schon mal deutlich besser aus. Muss man kurz schauen. Clouds Quality. Object. Hoch damit. Lade! In der Grafikkarte kann es nicht liegen. Die war schon so teuer, das darf sie mir jetzt nicht antun. Oh, Aquamari, Tushonkanima. Er lädt immer noch nicht gescheit. Und Dr. Lupo. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Und zumindest keine Katze. Aber dafür auch keinen guten Ersatz. Braucht man nicht. Dachte ich, etwas gehört. Die Paranoia ist wieder da. So muss es sein. Seife. Alkali. Nehmen wir Zahnpasta mit. Es kann nicht schaden, sich mal um seine Zahngesundheit zu kümmern. Ah, schade. Nicht noch ein Fuel Tank, den ich nehmen kann. Mensch, da will aber einer von uns erschossen werden. So, was haben wir hier? Nix. Nix. Zielfernrohr. Nicht unbedingt. Das ist das Tack. Nee. Ach, das ist so ein... Das rohrt mir. Das sieht man mir. Dann für... Was, wo man mehr auf Range gehen müssen, gar nicht so verkehrt wahrscheinlich.
Dann waren wir da schon. Nö. Nö, nö, nö. Komm schon, Bolzen. Ich sagte Bolzen. Bolzen! Muttern sind auch in Ordnung. Die haben auch ihren Stellenwert in der Gesellschaft, die Mütter. So. Dann würde ich sagen, geh mal zum Konvoi und von dort aus zum Skeff-Bunker. Und dann bin ich wieder deprimiert, dass wir gestorben sind auf dem Raid. Aber so ist es nun mal. Oh, wir können auch direkt hier runtergehen. Das ist nicht verboten. Weiß nicht, so wie... Klingt, als ob Bird Eye da schießt. So ein bisschen zumindest. Und wenn Bird Eye da ist, sind die anderen zwei Bosse auch da. So viel Munition habe ich nicht. Da brauche ich die zwei, drei Magazine mehr und Granaten. Und wieder deren Unfähigkeit, irgendwas zu treffen. Geschweige denn zu sehen. Naja. Wir schauen uns die Sache mal an. Wir schauen uns die Sache einfach mal an und entscheiden das ganz dynamisch. So, Ausdauer, 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 Ausdauer. Komm schon, Papa braucht einen LED-X. LED-X. Irgendwie muss man ja Geld bekommen. Und? Air Battery. Feuerzeug, UV-Lampe, Wasserfilter nehme ich. Und Paracord auch nicht schlecht. Nehme ich auch. Das nehme ich auch. Da ist nichts drin. Auf der Leiche liegt auch nichts. Nö. Nochmals nö. So, dann muss der Skeff-Bunker für uns jetzt aber ergiebig sein. Muss sagen, ein bisschen Bammel habe ich wegen den ganzen Schüssen, die da gefallen sind. Wir brauchen das Geld. Okay, dann rechts irgendwo. Wir brauchen das Geld. Und wir haben noch nichts mitgenommen. Nichts ist in der Gefängnisbrieftasche. Ah, scheiße, ich habe hier kein Licht dran. Jusek. Vielleicht ist unten noch einer. War letztes Mal auch so. Boah, Sound ist weg. Wieso war mein Sound weg? Also, gesehen habe ich jetzt nichts. Hier unten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das scheint nur normaler Jusek gewesen zu sein. Denk aber, wo der herkommt, kommt noch jemand anderes hier. Na, also wenigstens 1000 Rubel Gewinn gemacht. Die sind sichergestellt. Was hier noch? Ne, sieht nicht so aus. Ich lade einmal nach. Und hoffe, dass meine Magazine noch überall da sind. Gut. Hör ich was? Wisst ihr, ob ich was höre? Ich weiß es nicht. Na, geht mal raus. Alter, ist das scheiß dunkel. Ist der scheiß dunkel. Ja, da ist was. Da waren sie! Arschlöcher. Doch, das waren alle. Quon, Doctec, Jusek, hier damit. Das Lade-Issue haben sie immer noch nicht. Oh, Schrotflinte. Achso, dann machen wir es lieber wieder so. Ich höre noch was. Was höre ich? Das ist immer eine gute Frage. Vielleicht spinne ich ja nur ein bisschen rum. Der hat, glaube ich, einen ganz guten Helm. Ja. Ja, ja. Ganz gute Comtex. M3, super. Was läuft die alle mit? Die hat nur Osprey. Ah, dann müsste ich meine Korund aufgeben. So, nein, nicht.
Panzer kommt. Dann könnte ich die theoretisch reinschicken. Das Geld habe ich. Lass mal schauen. Zwanzigtausend müssen da drin bleiben. Dann lasst mich mal meine Korund wegschicken. So. Oh, erschreckt er mich. Ja, ja. Ach so, das ist... Scheiße. Scheiße. Für 7000, das dann schon mal ein bisschen was gesichert. Braucht man sonst noch was Found in Raid? Irgendwie nicht. Oh, das Paracord. Dann gehen wir wieder raus. Dann können wir ein bisschen mehr looten, aber... weiß nicht, ich mag die Osprey, aber wir hätten noch eine. Eine Korund aufzugeben, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Stimmt, der hat nur die Schrotflinte gehabt. Der hat einen guten Rucksack. Wenn man die Osprey, kriegt man bestimmt hier rein. Die kann ich dann nicht mehr aufnehmen. Nicht ohne weiteres. Müsste ich wahrscheinlich jetzt erstmal wieder den da reinziehen, den discarden. Take. So. 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 Klappt doch. Hat doch irgendwie geklappt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich was zurücklassen muss. So, aber hier sollten zwei Kollegen liegen. Wo habe ich denn meinen Freund umgeschossen? Da lagen zwei außen. Ich dachte, ich hätte noch nicht den ersten, den ich hier umgewämst habe. Ah, da liegt er. Der ist ja. Level 3. Oh, die Osprey ist kleiner als ich dachte. Daypack brauchen wir nicht. Pockets nehmen wir alles mit. Also nicht die Schrotmunition. Eine Granate hätte ich genommen. Was ist denn das? Glock brauche ich nicht. Safak ist auch scheiße. Na nee, gut. Dann würde ich sagen. Gehen wir Richtung Ausgang, Richtung Vehicle Exit. Das Geld. Oh, hat das jetzt aus dem Wallet genommen? Wäre nicht das Verkehrteste. Dann Injektoren. Ja, wir müssen noch SJ6 mitnehmen, oder wie das heißt. Dann kommt man leichter zum Ausgang, wenn man ein bisschen zu schwer geworden ist während des Raids. Und nicht, weil man so viel Tushonka gefressen hat. So, wenn wir dann schon hier sind, schauen wir doch noch nach. Wir haben noch ein bisschen Platz und regenerieren eh schon nicht mehr. Was soll also der Geiz? Oh, da ist noch ein Fuel Tank drin. Glaub aber, da hat mein PMC sowas von keinen Bock drauf. Seit wann richten wir uns nach ihm? Nägel. Boah, jetzt merkt man es aber. Vielleicht sollte ich hier warten, bis der BTR wieder kommt. Da ist Mondschein. Immer wenn der Mond scheint. So. Mondschein. Und noch so eine Figur. Kultistenfigur. So, normalerweise würde ich jetzt... Ah, mein Grizzly geht da rein. Dann haben wir den Mondschein. Kultistenfigur. Die Schritte hinter mir gehen aus Haus. So. Pineapple Juice.
Matches. Und Tüschanka. Ah, jetzt ist sie geladen. Wunderbar. Komm, Papa braucht nochmal Moonshine. Ich bin hier ein richtiger Moonshine-Farmer. Na gut, dann nicht so. Einmal angefasst. Leichen muss man anfassen. So. Schauen wir noch einmal da rein. Fuse. Okay, ich würde einmal dieses Magazin auch hochklicken. War nicht viel Verlust. Und dann gehe ich wieder im Zeitraffer zum Ausgang. Es sei denn, es passiert was Schlimmes. Na also, das ist doch ganz gut gelaufen. 3 U6 abgeknallt. Sehr schön. Ich mag die Aswahl als Waffe sehr gern. So, ich habe noch beim Kultisten-Circle ein bisschen was aufgenommen. Da war erstens das Tagila drin und irgendwo lag eine Goldkette. Boah. Ansonsten ist nichts Spannendes passiert. So, einmal Kultist. Würde mich interessieren, wie viel der wert ist. Das Fuel braucht man so oder so irgendwann. Ach, würd's mich freuen, würden sie diese Ladedinger mal fixen. So, was ist da drin? Alkali, D-Fuel. Hätte du mal auch erstmal da rein. Naja. All das erstmal ruhig, was keine Miete zahlt. Ich glaube, diese Energiesparlampen sind auch richtig wertvoll. Eine für 100.000 habe ich mal gesehen. Kann mich natürlich auch irren. So, ist da Zucker drin? Und Aljonka. Passt ja wieder alles zusammen. Hier, Dr. Lupo können wir auch verkaufen. Tushanka bleibt da. Verkauf mal. Tagila verkauft man nicht. Interessiert mich aber der Preis. Und ansonsten, das Aleva könnte man verkaufen. Aber ich glaube, das nutzt man eher für Heilungszwecke. So. Und die Osprey natürlich. Wunderbar, kommt dahin. Nicht verwechseln mit der anderen Osprey. So, ich glaube, das war's. Bis auf das IWR. Dann schon mal Skia. Ach, ich habe die Mission noch geschafft. Ja, wunderbar. Besser als gedacht. So, deswegen ist die Quest aufgeploppt. Dachte, das wäre irgendwie eine andere und wir haben nur einen Subtask erfüllt. Also Moonshine ist sehr viel wert. Moonshine ist aktuell sehr viel wert. Moonshine, wie viel wollen wir? 499.000. Ja. Ups. Place Offer kann ich mir gerade noch so leisten. Hoffentlich wollen die Moonshine kaufen. Und hier dieses Tagila. 76.000. Wow. Kultistensymbol ist wohl teuer. Interessant. Therapist gibt mir dafür nur 63.000. Wie bei der anderen auch. So, die kann... Warte mal. Dr. Lupo ist vielleicht wertvoller. 29.000. Ja, mit den Fees ungefähr gleichwertig. Wird sie natürlich anbieten. Ah, nicht mal. Ist teurer bei Therapist. Viele machen das, um ihre Ding Standing bei dem Flohmarkt zu verbessern. Ah, scheiße, ich habe nicht mehr genügend Geld. Deswegen braucht man viel Geld. Jetzt können wir auf Therapist das nämlich schön mit Gewinn verkaufen. Ah, sowas mache ich gerne. So, ist mein Moonshine weg? Aha. Die Firma dankt. Und jetzt können wir den... Das hier macht... Nein, die Dr. Lupo sind weg. 31.000 kaufe ich. Ja, ab und zu lohnt sich das. Ich glaube, die 32.000 lohnen sich auch noch. Und dann wird's düster. Also Therapist, Seel. Lupo. Okay, 760. 32.760. Haben wir immerhin 4.000 Rubel gemacht mit der Aktion. Neu laden. Ja, ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit.
So, Kultist würde ich tatsächlich erstmal behalten. Allein für die Collector-Quest im Nachhinein braucht man die Schrotflinte. Könnte man spielen, könnte man aber auch verkaufen. Verkauft man sie. Einmal Mechanik. 42.000. Warum nicht? Warum denn nicht? Genauso mit der G36. Oh, ich glaube, die mag ich noch weniger. Oh, die Saiga kann es wieder zurückhaben. Die will ich garantiert nicht. Obwohl, auf Factory macht die schon Spaß. Das ist hier so eine vollautomatische Schrotflinte. So. Ja, da können wir mal ein gutes Visier dran dingeln. Wird auch Zeit, dass wir mal auf Lighthouse und Reserve gehen. Oh, der Helm ist natürlich. Früher oder in meinem ersten Vibe habe ich ganz gern Helme verkauft, weil gefühlt haben die nicht so viel gebracht. Waren relativ viel wert. 45.000 ist mir zu wenig Geld, um den zu verkaufen. Was hat das eigentlich? Rüstungsklasse 4 auch nur? Okay. Könnte man ja noch ein bisschen ausrüsten, wird dementsprechend schwerer. So, wo ist meine ganze Munition? Das sieht ja wieder furchtbar aus. Nee, das waren die falschen SPs. Wo ist meine Munition? Da. Da ist sie ja. Und sagt nichts. Und noch auffüllen. Und wir wollten ein SJ6. Yay. Könnte ich einen ganzen Tag machen. So, Peanuts verdienen. So. Kauf mal alle weg. Kauf mal alle weg. Der nicht, der ist zu teuer. Da wird man Verlust machen. Wunschliste SJ6, glaube ich. Mule ist viel zu teuer. Nee, SJ1 war es nicht. Auch nicht Adrenalin. Ibuprofen. Irgendeine andere Stimulanz. Was machst du nochmal? Attention Perception. Stamina Recovery. Okay. Habe ich echt keine SJ6 hier? Anscheinend nicht. Propital. Zagustin. Adrenalin. Ja, schauen wir nochmal. Vielleicht waren die mir zu teuer. Ja. Aber die wirken auch so gut. 90.000 dafür. Oh. Da gehe ich lieber langsam. Ansonsten hätten wir Mule, aber das ist jenseits von Gut und Böse wahrscheinlich, was das kostet. Ich glaube, wir brauchen die Billigvariante. Die gab es aber auch irgendwo. Strength und Health Regeneration. Ja, Strength wäre ganz gut, aber nur 40 Sekunden. Und das da ist für Vitality, Health und Stress Resistance. Ich bin doch auch so stressresistent. Kann schon nicht mehr richtig reden. Endurance, Strength, Intellect, Attention, Resistance, Charisma, Max Stamina, aber nur eine Chance. Und wir haben auch die Chance, Schaden zu nehmen. Aber da nehmen wir eine mit. Warum denn nicht? So viele positive Auswirkungen und nur eine geringe Chance auf negative Auswirkungen. Nehmen wir einfach mal mit. So, jetzt sind wir fast wieder so weit für einen Raid. Wir müssen natürlich die ganzen Dr. Locus hier mit Profit verkaufen. Wunderbar, wieder Gewinn gemacht. Na gut, dann würde ich aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.